Aber wenn du jetzt sagst, wie viele Wechsel und Tonarten auch in der Volksmusik mit drin sind. Aber was ist denn für dich jetzt so gängig? Aber die Handel, ich sag das 3-4 Mal. Gegen kein Bum in den Kuhstall. Holero, 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 holero. In die Geschäfte geht Kur und der Bummel. Ja, die gib mir vor, keine Ruhe. Da sind 5-6 Wechsel drin. In einem so einem Ding. Also das, da ist mehr drin, wie in einem Was war das jetzt für der Wechsel? Von C-Dur, D-Moll, dann G7 auf C-Dur, dann A-Moll, D-Moll, 7-C. Zum Beispiel ist alles in so einem Ding drin. So, wie geht's dann allebei? Du, mir geht's hervorragend. Echt? Schaust du gut aus? Okay. Lügen kannst du immer noch gut. Ich kann nicht lügen. Das würdest du mir sofort anschauen. Nein, weißt du, ich kann dir nichts Neues erzählen. Im Westen nichts Neues? Im Westen nichts Neues. Ah, das ist gut. Das war auch gut für die Wolper, genau. Im Westen nichts Neues. Aber jetzt stoßen wir mal an, das Bier muss ja weg. Wann läuft denn das ab? Du, meins ist schon abgelaufen. Am 26. Februar. Und deins ist noch. Am 31. Mai. Aber das ist ja bloß das Mindesthaltbarkeitsding. Ja, bis 31. Mai, dass sie es auch geschafft haben, die Halle wieder. So lange bleiben wir nicht hocken. Kennst du mich doch. Wie hältst du gerade durch? Hältst du dich fit? Ich halte mich. Machst du Sport? Eher weniger, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich fahre ein bisschen Radl, ja. Aber Laufen habe ich jetzt aufgehört. Und ja, weiß nicht. Aber ich fange halt wieder an. Wenn die Hosen nicht mehr passt, dann... Was? Noch klemmst du noch nicht? Ja, nein. Sepp, bist du mehr... Stoderer oder mehr Landmensch? Naja, also ich bin ein Landmensch, der gerne in der Stadt ist. Es ist ja immer so, dass die Land auch gerne in die Stadt gehe und umgekehrt. Die Stoderer, also stimmt, zumindest am Wochenende, ich komme gerne raus. Herausen. Aber ich gehe gerne in die Stadt, vor allen Dingen in Rengsburg. Ich bin jetzt so alt, ja, mein Gott, da habe ich meine Runden. Was weiß ich, was da meine Kaffeehäuser und einen Kaffee holen, Whisky kaufen, Zigarren holen, zum Metzger gehen und so weiter. Das mache ich alles in der Straße, aber ich kaufe halt nichts im Supermarkt. Von welcher Seite her zwirbelst du die Regensburger Altstadt auf? Wo fangst du an? Das ist, dass ich mit dem Radl oder mit einem Zweirad bin, fange ich in der Mitte an und tue mich so schneckenförmig so nach außen bewegen und wieder zurück. Was ist dann der erste Anlaufstelle? Also ja, so meistens so Puste Passage, weil da, wenn ich irgendwo, was weiß ich, Bierchen bestelle, hole ich dann beim Pustet und dann, oder liefer gleich CDs hin. Meistens so, ist du, das du so. Du bringst was mit und nimmst und dann, was mit. Und dann zu den Whisky Brothers und dann ins Paletti und dann zum Rehorik, Eschenwecker, Tabak, Menzel. Und genau, dann hast du alles, was da... Zigarren holen, Zeitungen kaufen. Was der Mann und das so ist halt so, das, wo ich gerne mache, das habe ich jetzt die ganze Zeit eigentlich kaum gemacht. Also... Soll ich auf der Tankstelle oder irgendwo, oder keine Ahnung, oder beim Real. Was schätzt du an Rengsburg? Ja, dass man immer Leute trifft, Bekannte trifft und wegen Schmerz und der Angespräch geht und was weiß ich was und wie geht's und was ist alles los. Und das ist irgendwo ein Dorf, schon. Das ist alles beieinander in der Altstadt. Ja, das stimmt. Das hängt auch alles mit zusammen, die ganzen Kulturleute und was weiß ich was, die haben auch so alte Kaffeetanten und was weiß ich, da triffst du immer da mal Musikanten, da mal hier vom Theater und was weiß ich, irgendwo. Der Austausch, das geht nicht alles über virtuell. Online. Manchmal muss man sich zusammenhocken. Ja. So zu früher schon immer geheißen, hocken wir sich zusammen und dann wird das ausgekettelt oder ausgeredet. Oder da über den Neidinger Stehhalbe pressen oder so. Oder Stehmaß, Maß-Stehbock. Pressen oder keine Ahnung. Oder Stadt am Hof um mich, oder einfach alles beieinander ist, das auch so ein eigener Kosmos, findest du nicht? Doch, Stadt am Hof ist eigentlich, das war ja früher nicht zusammengehört, Stadt am Hof und Rengsburg, das weißt du ja. Ja, aber das ist irgendwie so schön. Und ich kenne Stadt am Hof zum Beispiel am Mittwoch. Katharinenmarkt. Bist du schon mal am Markt gewesen? Aber Mittwoch? Natürlich bin ich am Katharinenmarkt gewesen. Ich habe mal eine Liebelei in Stadt am Hof gehabt. Ehrlich? Stadt am Hof ist der einzige Stadtteil, wo ich noch keine gehabt habe. Das doch keine. Ja, da ist verschieden. Muss ich mal schauen. Ja, im Weg, bist du sicher? Nein, Stadt am Hof ist ja wie ein Eigenstädtchen. Ja, ein eigener Kosmos. Und die Originalstadt am Hoferer sagen ja immer, die da drüben in Rengsburg. Ja. Heute noch. Die sagen, dass mir. Und meine Großmutter hat aber zum Beispiel gesagt, da wo das Bruckmeinl an Arsch regt, da möchte ich nicht einmal sterben. In welche Richtung?
statt dem Hof. Ja. Gestern aber das hat sich getäuscht. Das hat sich gewechselt oder geändert. Oder es ist nicht mehr so, weil statt dem Hof absolut begehrt ist. Also allein der Franziskanerplatz ist ja eine absolute Perle. Ja, wenn du sagst, der Spitalgarten, was da für Wirtschaften sind, also was der schönste Biergarten und so. Und die Cafés da ja, am Brückenfuß, am Eisdielen. Oh ja, und die Wiesen an der Donau, die Insel. Ja, eine Insel, genau. Die Insel, darf man auch nicht mehr auf. Ja. Das ist schon, hat was. Und sag mal, wenn, du wirst jetzt nicht so oft essen gehen, wenn du selber Wirtshaus hast oder deine Frau. Aber wenn du essen gehen dadatst, bist du mehr der bayerische Küche-Liebhaber oder mehr der italienische oder der thailändische? Nein, das hat mit dem gar nichts zu tun, da geht es einfach um das, wer gut kocht. Also ob das mir wurscht, in welche Richtung oder ob das jetzt muss gut sein, weißt du? Also ich meine, ich gehe halt, keine Ahnung, ich weiß halt, also bayerisches, muss ich sagen, schwierig fast. Gell? Weil da bin ich selber so verwöhnt. Ah. Also da selber. Ja. Und aber es ist natürlich, was weiß ich, keine Ahnung, also Bratwürstel zu essen zum Beispiel, das ist ja was. Also da kannst du in Regensburg schon in mehrere. Wo gehst du? Ja, ob es das Wurstkuchl ist oder Geistinger oder Hofbräuhaus, du kriegst überall Top-Bratwurst. Und der Bratwurst ist einfach das Elementare in Regensburg. Gehst du auch mal so richtig? So wie die Weißwurst in Minger ist, da haben wir nicht so viel Ahnung. Das ist, glaube ich, in Regensburg. Ja, bei uns kannst du auch gute Weißwurst essen. Ja, schon, aber ich kann es nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Warum? Ja, als Musikant kriegst du überall Weißwurst. Womit kann man dich dann locken? Also, stell dir mal vor, du kennst jetzt in Stadt am Hof, da hast jetzt du nur eine Frau kennenlernen. Mhm. Mit was kann die dich locken? Also, essenstechnisch. Also mich würde es mehr beeindrucken, wenn sie mir sagt, jetzt gehen wir zum Bratwurst essen, als wir ins Café und stellen uns einen Kuchen oder so. Wichtig ist, dass was Gutes ist. Das ist das, also wenn es halt einfach gerade ein gutes Fleisch ist, weil wir gerade irgendwie einen Hirschen haben vom Revier von meinem Spätzle oder Rehgeschossen haben, also ich meine, da gibt es keine Reue, weißt du, das ist halt einfach was. Kannst du kochen? Ach, nein, kochen kann ich nicht. Kannst du nicht kochen? Nein, aber ich kann. Ich habe, glaube ich, wenigstens das, dass ich weiß, ob es schmeckt, ob was schmeckt oder nicht. Döner ist auch was Gutes, aber ich mag das schon, aber das muss halt auch, wie gesagt, muss nicht an jedem. Halt muss halt, nein, ich bin alles Esser und alles Trinker, aber es muss halt einfach gut sein und macht sie, gut macht sie. Oder wenn irgendwas drin ist, was ich keine Backelsauce oder Glutamat oder Zeit habe. Ich habe einfach, das kommt mir auf, das packe ich nicht. Und da liebe ich gar nichts. Du hast keine Allergie, aber du spürst es trotzdem. Oft, ja, keine Ahnung, wenn mir keine irgendwelche Bierzelter spülen und weiß ich nicht, ob das was Gescheites ist, dann ist halt da gar nichts. Und das erst mache ich halt noch daheim ein Prozess oder was. Bist du was mit. Ich achte schon auf bestimmte Sachen beim Brötchen, aber jetzt nicht unbedingt auf Glück, sondern auf eine gute Qualität einfach. Okay. Also da ist einfach mir und praktisch muss sein. Und so wie das jetzt, also, dass das ist, glaub, das ist, aufreißen. Und das ist super, weil das ist halt einfach, solange man den Stoff hat, wenn man das überhaupt... Das ist ja... Das ist wie eine Jeansjacke. Aber da kannst du draußen schlafen. Ja, aber das mir halt wichtig ist, dass ich kein Wegwerfzeug kaufe. Also ich brauche halt einfach erst wieder gewarnt, glaube ich könnte jetzt die Pandemie noch 10 Jahre aushalten. Wie schwindest du? Vom Gewand her. Also bist du bist du ein sparsamer Mensch? Ein sparsamer Mensch dahingehend, dass jetzt ich mir nicht immer, dass ich halt einfach sinnvoll einkaufe, also nicht irgendwo einen Schmarrn oder was weiß ich was. Also jetzt, ich sage jetzt mal so, es gibt ja Leute, die sagen, ja, wir müssen jetzt einmal nach München zum Shoppen. Und dann sage ich, ja, was brauchst du noch? Du dann sagen die, ja, wir brauchen gar nichts, aber wir wollen halt shoppen gehen, wir wollen einfach, und also das mache ich nicht. Ich kaufe aber du halt hast du jetzt... Bloß, wenn ich was brauche. Also A, bist du verheiratet mit einer Frau, B, hast du bestimmt auch vorher Freundinnen gehabt und die sind da bestimmt gerne mal statt zum Shoppen gegangen. Ja, aber eher früh shoppen. Also, wir haben aber du, mit dir kann man jetzt nicht einfach bummeln. Ja, schon, aber da wird halt nichts, da wird halt noch höchstens so was zum Essen bummeln und zum Trinken gekauft. Aber wenn aber ich kaufe jetzt nicht aus... Naja, du musst ja nicht gleich kaufen, du kannst ja schauen, du kannst jetzt einfach dort Stadt gehen, ein bisschen ins Schaufenster reinschauen und sagst, schau her, Sepp, ist das nicht eine schöne Vase? Im Baumarkt kannst du mit mir shoppen. Aber auch nicht in jedem. Eher so speziell.
Jetzt halt Profis oder Wirt. Ja, aber jetzt in unserer Altstadt gibt es schöne kleine Läden mit schönen Schaufensterdekorationen. Und dann das ist die Schini-Vasen, die gefällt mir. Da würdest du sagen, wir haben ja schon eine. Wenn du jetzt sagst, oder eine schöne Flaschen Whisky oder so, da bin ich dabei. Aber jetzt über Vase her oder so, die kaufe ich am Flohmarkt. Oder wenn, ja, so. Wo fährst du da? Da wird so viel wegschmeißen. Im Berghof. Da habe ich meinen Couchtisch zum Beispiel hier. Man kann gerade meinen, du bist ein Kriegskind. Wieso? Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Aber ich sehe halt das nicht ein, dass mir irgendein Klump kauft, das wo ich dann wieder aussehe. Ja, es muss ja deswegen kein Klump sein. Es kann ja sein, dass eine hochwertige, upcycelte, recycelte, schöne Designervasen ist. Ja, da muss ich mich gar nicht nachdenken drüber. Das ist mir Zeit schon, ganz ehrlich. Also, Designer, wenn, dann müssen es vielleicht eine schöne Designerlampen sein oder so. Das sagst du, der Kaiser Idell oder Wagenfeldlampen, sowas. Und die findest du aber nicht am Flohmarkt. Das ist schwierig, da musst du echt zuhören. Du musst einfach einen Antikmarkt also, fahren. Wir zwei hätten eBay. Keine Chance gehabt. Ja, ich bin nicht da irgendwo so, keine Ahnung. Ich bin schon Jäger und Sammler von verschiedenen wertvollen Sachen. Aber welche mit ideellen Wert, mit Geschichte? Eine Geschichte, wenn sie haben, ist gut. Oder einfach, ja, da muss ich sagen, ja, es muss halt einfach wertig sein und mit, vom Handwerklichen her gut sein. Und halt kein Wegwerfzeichen. Früher haben sie das nicht gebaut. Heute haben sie ja die Leute, die wollen sie alle ein paar Jahre neu einrichten. Die kaufen sich halt Möbel irgendwo beim Discounter und die Möbel hauen sie nach ein paar Jahren alle wieder raus. Und wenn du mal auf Haselbach hinfährst, in Müllladestation, da wo ich auch ab und zu hin muss, da fährst du mal mit dem. Du schmeißt da nichts weg. Dann siehst du, ja, das ist dann höchstens so wenn du irgendwas alte Wohnung herrichst und tust die Tapeten aus oder irgendwie Plastikfußböden und denkst, und drunter ist der, haben jetzt erst von meiner Schwiegermutter das Haus gekriegt. Die haben auf den Fischgrät Eichenbaguette haben sie einen Kunststoffboden drauf gemacht. Gott sei Dank, so muss man jetzt sagen, weil drunter ist halt wirklich jetzt ein wertvoller Boden. Kurz abgeschliffen hast du da was Schönes, ja? Super, super. Ja, ja. Jetzt ist es halt. Also jetzt magst du das Kurzlebige nicht, das Moderne. Wo fährt man dann bitte ein Mensch in Urlaub hin? Urlaubsstädtereise, sowas interessiert mich. Also ich fahre. Und was sind das dann für Städte? Nein, nicht bloß die. Also Prag, Ljubljana. Aha. Total interessante so, Stadt. Also Paris. Paris auch. Echt? Ja, war ich aber schon 20 Jahre nicht mehr. Und London auch. Aber das Nächste, was jetzt ist Lissabon. Wo ich mal hin möchte. Also wo gerade mit der Musik auch, und das interessiert mich. Mich interessiert, dass ich dann auch Leute irgendwo triff, die irgendwas da machen. Also vielleicht da Tango mal hören, wie die spielen, das würde mich interessieren. Budapest, da die einmal kennen. Also das ist auch mal schön, aber nichts mache ich daheim schon. Erzähl mir mal was von der Musik. Wie bist denn du überhaupt zur Musik gekommen? Seit wann spielst du ein Instrument? Oh mein, ja, seit ich denken kann. Und welche Instrumente also, spielst du? Also angefangen habe ich mit Blockflöten. War ich noch gar nicht in der Schule, also im Kindergarten habe ich mit meinem besten Freund damals schon Blockflötenkonzerte gegeben. Sagen wir bei der CSU-Ortsgruppe Gras haben sie uns da zwangsverpflichtet für einen Teller Pommes, eine Weihnachtsfeier, haben wir da gespielt. Ja. Nein, so haben wir angefangen mit Blockflöten und dann später in Oberisling mit der Blaskapelle Klarinette. Und dann hat meine Mutter eine Gitarre daheim gehabt, die hat auch einmal irgendwann gelernt gehabt, aber spielt nicht mehr und kann es auch nicht mehr so richtig. Und dann habe ich mit Gitarre angefangen, weil das einfach so cool war, weil ich halt irgendwie... Ja, Rocker. Da gehst du halt so hin und nimmst die Gitarre nein, und sofort. Ja. Das kannst du mit der Klarinette nicht. Und das ist halt irgendwo so mit der Gitarre, das macht halt einfach Spaß, weil das ist ja ein geiles Instrument. Sag ich immer, Box beim Hals, zupst beim Loch. Box beim Hals, zupst beim Loch. Ja, aber nein. Du tust dir leicht, du rittst dir auch leicht, weil du nimmst das Ding in der Hand und dann kommt da was Gescheites dabei raus. Ja, weil das kannst du am Cannabis üben. Aha. Du kannst die Healing und kannst am Cannabis Gitarre üben. Und das kannst du mit der Klarinette nicht, mit der Tuba, die sie ausspielt, oder Saxophon. Spielt Tenorsax, Baritonsax. Kannst du Klavier? Klavier habe ich, aber kann ich nicht. Okay. Also das brauche ich manchmal, wenn ich Noten schreibe, dass ich mir bestimmte...
Akkorde, wenn ich da eine andere Umkehrung suche und dann muss ich mir das halt am Klavier aussuchen und dann nehme ich das Klavier, da haben meine Kinder am Klavier gelernt, und, aber ich selber nicht. Wie wichtig ist dir, dass deine Kinder auch Musik machen? Das habe ich schon aufgegeben, weil das kann man nicht erzwingen, das war mir wichtig, aber je mehr, dass man das, glaube ich, will, desto weniger, so ist das allgemein im Leben. Ne? Das war bei uns doch auch so, oder? Was man, nein, das, was man will, kriegt man nicht, und was man kriegt, das will man nicht. Das heißt ja jetzt im Umkehrschluss, das, was wir haben, wollte man nicht haben. Ja, also meine Kids sind, also meine Tochter ist sehr musikalisch, mein Bub auch ist bei den Dummspatzen, macht jetzt Abitur. Und meine Tochter ist auch, hat ein wahnsinns Musikgehör und eine super Stimme, aber aus der bringst du keinen Ton raus, und ich habe es jetzt einfach aufgegeben, schon länger. Die hat auch schon Klarinetten und Posaune und also die kann auch ein bisschen was auf der Gitarre, und, aber die mag halt nicht. Und mei, vielleicht fangen wir es einmal von selber wieder an. Unterricht haben sie gehabt und Noten lesen können sie trotzdem noch, und vielleicht die Möglichkeit, dass sie wieder anfangen, haben sie jetzt auf jeden Fall. Was für Bedeutung hat für dich? Dafür sind sie in der Schule gut. Das war ich nicht. Ich war in der Musik, in der Schule schlecht, aber in der Musik gut. Und die sind in der Schule gut. Das haben sie wahrscheinlich für die Efi. Ja, wahrscheinlich. Von jedem nehmen sie ein bisschen was mit, weißt du? Ja, das kann sein. Was haben sie für die mitgenommen? Mir ist halt nicht interessiert, der ganze Schmarrn. Hast du bis heute auch nicht gebraucht. Die Schule hast du nicht gebraucht? Klar nicht. Bist du mir... Was hast Nein. du... Ja, also da in, ich war gut in Erdkunde, Sprachen und Geschichte war ich gut. Aber in Sprachen andere, warst du gut? Ja, ja. Welche Sprachen? Ja, Sprachen. Ja, Sprache, ja. Hochdeutsch und Englisch. Du, in zwei Hochdeutsch. Hochdeutsch und Englisch. Ich kann schon Hochdeutsch, wenn ich mag. Aber ich mag. Was gehört für dich zum Wohlfühlen dazu? Was brauchst du? Ich packe meinen Koffer und nehme ihn mit. Ja, mehr zum Wohlfühlen. Also ich, ein Bier? Ja, also es ist, sagen wir mal, das, das Brot und das Bier, was es bei uns gibt, das ist zum Beispiel schon was, was man, glaube ich, abgeht hat, wenn man jetzt in einem komplett anderen Kulturkreis ist. Wo kriegst du bitte bei uns nur gutes Brot her? Ja, man, du, wir haben jetzt angefangen zum selber bauen. Aber es, ja, eben. Ja. Aber es gibt schon bei uns, ich will jetzt keine, keine nennen Bäckereien, aber es gibt schon Bäckereien. Also bei uns halt, was ich, in Rendsburg oder in Franken, keine Ahnung, wo es... In gut, Franken? Ja, freilich, in Franken. Schon, da gibt es ein gutes Brot und ein gutes Bier. Im Gegensatz zu Oberbayern. In Oberbayern haben sie halt eine schöne Landschaft und Kultur. Man weiß es nicht, aber die haben von Wurstmacher zum Beispiel keine Ahnung. Die kennen aber anders gut. Was kennen die? Ja, die haben halt, was weiß ich, was Berge. Musik und irgendwie haben andere. Da ist das total so, die sind halt da, den Geschmack, was die. Aber vom Wurstmacher dann die Thüringer zum Beispiel und Franken ganz vorne dabei. Also du kennst die überhaupt nicht aus mit Wurst anscheinend. Doch, ich mag schon Wurst. Mir schmeckt es oder mir schmeckt es nicht, aber deswegen kenne ich mich jetzt mit ich Wurst. Ich mache super aus. Wurst. Ich dachte, du kannst nicht also, kochen. Ja, das hat, ich Wursten, das ist was anderes wie kochen. Ja, aber da musst du ja auch ich Gewürze. Ich tue Wursten, aber braun tue ich es nicht. Ich bin ein Jäger und da tue ich ja das Wild aufbrechen und versorgen. Mhm. Das ist aber keine kreisliche Arbeit, weil wenn man das macht und das bewusst macht, und das, du isst das ja auch selber, dann ist das, du machst das einfach auch sorgfältig und du weißt, ich weiß auch, was da drin ist in der Wurst, wenn ich es selber mache. Aber und du isst das anders und da wird nicht einfach nicht gefressen, sondern da wird jeder Bissen genossen. Also ist jetzt für mich nicht so, dass jetzt ich unbedingt irgendwie jeden Tag oder jede Woche einen Whisky brauche oder so. Trinke ich gern. Und so ist best. Was ist denn? Leer. Ja, gut, Zement, ich hab noch was. Ich hole noch was. Ja. Was trinkst du gleich für Bier? Also Marken? Ich trink momentan das ganze Jahr, die ganze Pandemiezeit über schon ein Berghammer Oberndorf. Das ist super, das helle? Ja. Perfekt. Und ein Gneitinger Bock und ein Adlersberger Bock, habe ich auch daheim. Da trinkst du halt dann bloß einen vom Palmator. Aber dann schlafst du. Nein, schlafe ich nicht, aber es ist halt dann statt dem Abendessen, was ich, wenn ich auf Nacht nicht mehr so viel essen will, weil mir das, wenn es zu spät ist, dann kann ich nicht gescheit schlafen. Kann das sein, dass du jetzt alt wirst? Ja. Was trinke ich noch gern? Ich habe gesagt, das Neitinger Spital, Dunkel, Spital, Pöls. Das heißt, du keins mehr? Ich hol mir noch, ich habe jetzt keins da, ich muss für die Tiere gehen. Kann er da halbes in der Krügerl nicht tun? Nein. Warum nicht? Jetzt schon. Geh, reißt euch zusammen. Genau, reißt euch zusammen. Ja.
Das möchte ich mal wieder lesen, den Spruch. Reißt dich zusammen. Ja, reißt dich zusammen, ja. Klar. Der ist aktueller denn je. Ach, sowieso, da waren wir vorausschauend. Da warst du vorausschauend. Erzähl mal, gibt es auch dunkle Seiten bei dir? Bei dir, weißt du, was bei dir ist, ja. Wenn ich denke, Sepp Menzel, also da fällt, wenn man sagt Sepp Menzel, dann glaube ich, fällt jedem ein Kapelle Josef Menzel. Dann, wenn man die ein bisschen besser kennt, Wolpa. Dann Schlagwörter Bier, Tradition, Lederhosen, Blasmusik, Wiesen, Duld, gemütlich Bayern, Tradition, Weiß-Blau, aber nichts Schlechtes. Also nichts, keine schlecht. Schattenseiten. Ja, Schattenseiten, weil die persönlichen Hallo, die jeder hat. Also mein, das soll hast du schlechte Seiten? Ja, ich kann schon zintig werden und grantig oder zornig. Ja, ja. Zorn hast du? Du kannst. Aber eine Begegnung haben wir mal gehabt, da hast du recht zintig geschaut, das war ich noch. Ja, schau, das tue ich gerne mal zintig. Das ist ja vielleicht ein bisschen ein Schutzmechanismus, sondern geht dann nicht jeder gleich her. Nein, was hat da jeder? Das hast du zu mir gemacht. Ja, da war ich halt einfach vielleicht gerade. Also ich kann nicht jetzt halt irgendjemanden schön tun, bloß damit es schön tun ist, sondern wenn ich halt einfach nicht mag. Und das ist ja irgendwas Urbayerisch, oder? Weil ich nicht mag, ist doch dann ausgerettet. Also sagen wir mal so. Da gibt es kein Warum nicht. Also ich meine, das ist halt einmal so. Da bin ich nicht immer gleich gut drauf. Und das ist doch jeder. Und jetzt gerade in der Pandemiezeit, glaube ich, das sieht man es doch am besten. Da gibt es mal wieder Tag. Merkst du das an deiner Laune? Ja, da gibt es halt wieder Tag, wo nichts geht und nichts zerreißt und nichts passiert. Und dann ist man halt auch unschlüssig und unsicher. Und man schiebt alles auf. Das ist also die Aufschieberitis und so. Und dann gibt es da, wo es besser ist, oder wenn die Sonne wegen rauskommt, die hat eine unglaubliche Macht und unglaubliche Power, dann werden einfach mit Leid gängig und bei mir ist es genauso. Also, aber ich habe halt ich bin ungeduldig oder will dann alles mit der Brechstange oder mit dem Kopf durch die Wände, das ist dann schon so. Was sind die für Sternzeichen? Oh, du kannst. Was bin ich? Zwilling. Oh. Sag das, ich käme mit Sternzeichen überhaupt nicht. Zwillinge sind, glaube ich, ganz gefährliche. Weil da weiß man nicht recht, was man hat. Weil ja. Ich gebe auf das überhaupt nichts. Echt nicht? Ich habe noch nie mit Sternzeichen mich befasst. Spürt bei euch in der Kapelle wirklich jemand nach Noten? Man hat immer so das Gefühl, das ist so aus der Hüfte. Also nicht, dass das schlecht wäre, aber wir spielen, also das ist ja unser Markenzeichen, dass wir auswendig spielen können. Und das Zeug ist alles geschrieben. Das hat schon der Dersch erzählt. Ach ja, stimmt. Der Herr Kulturreferent ist nämlich ein Fan von den Menschen. Der hat doch mal eigentlich mal mitgespielt. Hat ja, oder mal Ausgreifer. Ja. Das heißt, der spielt ein hervorragender Hornist und Posaunist. Ja, ist er. Aber der ist schon mehr seriös, finde ich. Also er hat gesagt, oder was? Wenn du grantig schaust, schon. Aber das, was wir machen, das ist alles, also die Gaudi ist mir ernst. Hat er sich nicht dran gehalten? Ich liebe es einfach, wenn man frisch frei von der Leber weg einfach sie hieß. Also du hast Probleme mit einem, der sagt, er braucht vorher eine Richtung. Ja, und mit überhaupt habe ich Probleme mit irgendwas, was nach irgendeinem Schema ablaufen soll. Also mit Autoritäten vielleicht. Dann bist du überhaupt nicht wirklich, also dann hast du jetzt gerade richtig Probleme. Ja, sagen wir mal so, habe ich nicht, weil ich möchte, dass es so schnell vorbei ist, so schnell wie möglich vorbei ist. Darum machen wir halt mit. Wie schwer haben es dann bitte deine Eltern mit dir gehabt, wenn du dich gegen alles aufgewickelt hast, weil du Probleme hast mit Autorität? Keine Ahnung, wenn man mir zugehört. Verstehen wir sie? Ja. Hospi. Sehr, sehr. Hab dich. Ja, nein, wenn du kommst, dann würde ich sagen, ich trinke einen Neidingerbock, den ich so mag. Ja, der läuft ja so gut, aber ich Neidingerbock, den ich so mag. Ja, der läuft so gut. Ja, man macht für Neidinger, aber das wollten sie nicht haben. Okay. Müssen wir vielleicht mal gescheit aufnehmen. Ja, ich glaube auch. Nein. Also, aber ich liebe mit einem gut eingespülten Hafer irgendwo hingehen, komplett ohne Noten, und da kann ich mir den ganzen Abend spielen. Und das ist natürlich was selber befriedigend ist und für die Leute eine maximale Satisfaktion ist, sozusagen. Satisfaktion. Jetzt kommt wieder die Fremdsprachenkenntnis durch. Ich habe nicht gewusst, was Argentinus ist, ne?
der Weizenbock vom Schneider hat 8,2 und hobelt so meine 11 Weizen drunter. Da haben wir gedacht, naja, das vertragst du schon. Ne? Und da war halt das ganze Dorf praktisch ausgeschalten, ne, am nächsten Tag. Also da war halt irgendwie, da hast du mit keinem was rein können für den Bentling, weil jeder, die haben im April mit dem Unterhemd draußen gestanden bei dem, bei der Kälten. Und ich selber habe auch einen gescheiten Tee gehabt und am nächsten Tag habe ich Hausverbot in meinem eigenen Wirtshaus gehabt. Das war, also, was willst denn du da? Schreib dir gleich wieder. Oder wenn du jetzt eine Sendung machen darfst, was war das dann? Da gab es nur Gespräche mit interessanten Leuten, die irgendein Ding machen, die irgendwie selber irgendwas machen. Also entweder sei es jetzt Handwerk oder Kunst oder irgendwas, oder irgendwas Kulturelles oder ein Kocher, das ist ja auch eine Kunst. Oder einfach wenn es ein Fabrikant ist, keine Ahnung, irgendeiner Tüftler. Aber es muss keine Persönlichkeit sein, die man jetzt kennt per se, sondern einfach ein Charakter, ein Mensch, der was kann. Der wofür was brennt und eine Mission hat. Eine Leidenschaft. Der war irgendwas dafür, der was mit also Leidenschaft. Also so wie du. Ja. Du und du. Bin ich das? Du brennst ja für deine Musik. Sonst ja, das ist auf jeden Fall. Vielen Dank, sehr. Gern. Und jetzt fahren wir heim. Wir haben uns auch, weil das ist ja Wahnsinn. Ja. Dann lass mich, bitteschön, lass mich heute ein. Ist das ein? Du bist rot geworden und geschämig und hast in deiner Nase blut und hast ganz leise gesagt: Jawohl, Seppel, der ist schon gekommen. Siehst du, dass die Sommer so viel gefreut sein wird, dass ich gesagt habe, jetzt darfst du den Finger wieder aus der Nase nehmen.